junkfoodtaster.com. Und jetzt kommt die Review vom Mana. Aber von der Diätschnitte. Okay. Frag mich jetzt nicht, warum das jetzt Diät ist. Könnte man ja mal gucken. Zucker. Okay, mit 39,8 Gramm Zucker. Keine Ahnung, warum das jetzt Diät ist. Das ist eine totale Zuckerbombe, würde ich sagen. Puh. Ist halt Diät. Und ja. Opening fail. Ja, ein paar Sachen vom Englischen lasse ich noch. Also Opening fail lasse ich auf alle Fälle. So, Opening fail. Ja. Warum ist das alles geschmolzen hier? Das sieht schon wieder geschmolzen aus. Dabei liegt das im Keller. Im Keller ist es extra kühl. Regt mich jetzt auch ein bisschen. Bisschen aggro jetzt. Okay, jetzt wollen wir mal das mal richtig schön zoomen hier, damit man das richtig lecker sieht. Ja, also so habt ihr es vielleicht, selbst wenn ihr das Zeug jeden Tag isst, noch nie gesehen, ja. Ja, guckt euch das an. Richtig geile Waffel hier. So, und jetzt wird es zerschnitten. Eigentlich ist es sinnlos, das zu zerschneiden. Okay, aber trotzdem zerschnitten. I always cut stuff. So, das ist das zweite, was ich beibehalte. I always cut stuff. Okay. Wie gesagt, zerschneiden ist komplett hirnlosig, weil dann ist halt Waffeln, die sind ja schon zerschnitten im Prinzip. Aber jetzt wird gefuttert. Trocken. Scheiße, das Zeug ist irgendwie trocken. Ich hab das anders in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Diät. Ich glaube, das liegt am Diät. Aber jetzt habe ich es komplett zerfetzt hier. Ja, Diät. Diät. Das ist trocken. Bäh. So, was gibt man jetzt? Keine Ahnung mehr. Mal. Nee, also irgendwas, dieses Diät, das ist jetzt ein komplett degeneriertes Produkt. Also Leute, tut mir echt leid. Also Mana ist da echt geiles Zeug, aber das haben die mit Diät irgendwas angestellt. Bleibt mir auch vollkommen unschlüssig, warum das jetzt Diät ist. Ist ja immer noch eine totale Zuckerbombe. Die haben wahrscheinlich das, was es normalerweise geil schmecken lässt, rausgenommen. Und stattdessen irgendwas anderes reingerührt. Ja, für mich ist das einfach mal ein Fail, die Diätschnitten. Also sorry, Mana. Also Mana hat, glaube ich, massenweise Wins bekommen. Ja. Okay. Und wenn ihr das kommentieren wollt, knallt das bitte in die Facebook-Wall rein. Ja. So, Dankeschön.